Egal, dann fahren wir halt unten lang. So, hier haben wir eine Haltestelle. Dann können wir doch direkt da auch eine U-Bahn aufbauen. Dann kann das Gebiet verbunden werden mit einer U-Bahn-Stelle hier drüben. Und hier könnten wir dann auch direkt eine neue Linie machen für die Straßenbahn. Hauptsache hat fast die gleiche Farbe. Beziehungsweise, warum haben die alle die gleiche Farbe? So, die grüne Linie. Folgend wird es dann... Ich weiß nicht mal, ob das irgendeine Verbesserung bringt. Der nächste Subway. Dann könnt ihr hier anfangen, die Leute einzusammeln. Da ist lustigerweise auch wieder kein Pfad auffindbar. Weil die irgendwie Zwischenstraßen fehlen. So, das ist die Haltestelle da oben nur. Hat sie nicht alles schon mal geupgradet? Ich bin gerade irritiert. So, Moment, den packen wir nochmal, den will ich mich verschieben. Na? Oder so. Ganz cool, Leute. Ihr kriegt sogar noch mehr Haltestellen, weil ich einfach so ein netter Bürgermeister bin. So, das ist die Linie. Theoretisch müssten wir eigentlich auch schon den Subway vernünftig verbinden können.
Nicht genügend Kunden. Was ist mit Taxiständen-Proof? Eine Sache nach der anderen. So. Yeah. Alle sind glücklich. Ich muss ja sagen, Linienbildung in City in Motion damals noch. Aber Cities XXL hat mich wahnsinnig gemacht. Da habe ich mir gedacht, welcher Teufel denkt sich so eine Sache aus, um den Spieler zu schröpfen? Obwohl Fans des Games fanden das richtig geil. Ob du die Straßenbahn sehen darfst? Moment, ich suche bei dir eben eine raus. Jemand fragt nach einer Straßenbahn. Da kommen gerade ein paar aus dem Depot rausgefahren. Zu hoher Schornstein. Die fahren eh gerade nur zu ihrem Einsatzgebiet. So, da scheint es an Wärme zu fehlen. Oder? Jetzt ist es weg. Doch genug Wärme da. Jetzt brennen auch Häuser in der Umgebung. ...213 Passagiere die Woche. Ich habe mir das Gefühl, es sind viel zu wenig Passagiere, die hier auf den unterschiedlichen Straßenbahnen immer fahren. So. Ganz böses High-Density-Gebiet könnten wir ja um die U-Bahn rum bauen. Für mehr Einwohner. Und für noch mehr Straßenverstopfung.
Tja, einfach mal 1801 rausgeschmissen. Wenn ich das komplette Autoverbot hier ausspiele, dann wird das auf jeden Fall was bringen. Ja, jetzt haben wir ein paar Sachen verloren, weil es nicht genug Kunden gibt. Und dadurch, dass ich noch die Wohngebiete abgerissen hatte, habe ich denen noch den Todesstoß gegeben. So, Haushalte werden immer mehr besetzt. Arbeiter steigen. Boah, wir haben 66 Touristen in der Woche. So, Kapazitäten für Grundschüler sind schlecht. Dann pimpen wir die noch ein bisschen auf. Eine Universität haben wir noch gar nicht, da müssen wir auch noch was setzen. Ich glaube, hier war ja irgendwo in der Nähe die U-Bahn. Na, da oben. Setzen wir hier an der Uni auch noch eine Haltestelle. So, die Hälfte der Gebiete ist Industrie. Das Gefühl, die Arbeiterzahl ist schon wieder gesunken. Bäh. Was wollen die ganzen Senioren hier? Zieht in eine Nachbarstadt. Frisches Wasser gehört zu den grundlegenden Dingen. Na, ich werde auch mal Senior sein. Beziehungsweise Senior. Das wird eine schöne Zeit. Dann streame ich nur noch Schach. Virtual Reality Schach. Gegen die Community, gegen alle aus dem Seniorenheim. Achte darauf, dass deine Leute nicht so gebildet sind, sonst hat die Industrie keine Arbeiter mehr. Tut mir leid, wenn die zu intelligent werden. Natürlich kann ich Schach. Ich habe als Jugendlicher immer ganz viel Schach gespielt. Aber ich denke, es kommen jetzt ganz viele ungebildete Arbeiter noch dazu. Dann wird auch mal ein bisschen was aufgebaut wieder. Aber nur mit wachsender Bevölkerung aktuell können wir wirklich hier noch was raushauen. Das braucht jetzt einfach seine Zeit. Hm.
Wenn ihr doch eh alle nur dahin wollt, dann geht doch direkt so. Ist immer noch ein bisschen doof von der Ampel her. Wir machen das so und machen hier noch eine... eine Abbiegemöglichkeit. Dann können sie sich ein bisschen verteilen. Ein Stadtviertel... Ja, die Abfahrt und die Kreuzung sind zu nah, das ist mir schon bewusst hier. Und zurück, Feuerwehr. Dann einfach so. Dann klappt das auch wieder. Bam, bam, bam. Aktuell läuft der Verkehr aber recht sauber. Tja, die U-Bahn-Linie nimmt halt recht viel mit, ne? ...203 Wachstum. Wärmeprobleme. Ja, okay, es sind minus 25 Grad. Da kann es schon mal kalt werden. Aber eigentlich habe ich immer noch genug Heizproduktion. Ah, jetzt. Heizungsverbrauch 219. Ah, Moment. Es fehlt mir eher an Strom. Ah, nee, der Moment. Der Strommangel entsteht jetzt daraus, dass ich wahrscheinlich nicht genug Wärme produziere. Und deshalb kommen die Leute an und sagen, ach, dann heiz ich halt mit Strom. Ich habe doch hier meinen alten Elektroheizer. Und nein, ich habe keine Stadtgebiete zugewiesen, weil ich böse bin. Kann ich Wärme vielleicht nicht so weit transportieren? Obwohl ich den dann anschließe, soll das ja nicht helfen. Aber es hilft. So, 6.000 von 8.150 Arbeitsstellen besetzt. 500 Haushalte in etwa noch frei. Es macht ja eigentlich Sinn, Gebiete, also Distrikte zu bauen. Oder auch ein paar Richtlinien aufzubauen dann.
Ja, man kann auch kostenlose Verkehrsmittel anbieten. Da können wir eigentlich auch mal versuchen, richtlinientechnisch. Kostenlose Benutzung des Nahverkehrs. Erhöhte Nahverkehrsbenutzung, keine Einnahmen durch Ticketverkäufe. Aber Ticketverkäufe bringen, glaube ich, eh nicht viel. Da, 357 waren das. Weg damit. Sollen die Leute lieber mit Bus und Bahn fahren? Ach, guck mal, ich kann den Tweet hier anders aussehen lassen. Sieht mein Popo damit zu dick aus? Es ist Winter. Ah, meine Mülldeponien sind alle voll. Müllverbrennungsanlagen 144.000 Verbrennungskapazität nur. Jetzt haben wir 288.000 Verbrennungskapazität, was für mich heißt, wir können sogar unsere Mülldeponien entleeren und die irgendwann abreißen. Vom aktuellen Stand her. Dann kann ich nämlich die Anlagen voll. So, an dieser Stelle würde ich aber jetzt gerne einen Break machen, weil es ist schon spät und ich muss morgen früh raus. In dem Sinne, danke für diejenigen, die die Lage durchgehalten haben. Ich glaube, zum Schluss hin war die Stadt sogar noch okay. Es könnte schlimmer sein, dafür, dass ich lange nicht mehr gespielt habe. Ins Minus kann man nicht kommen. Aber jetzt vor allem durch die dichter besiedelten Gebiete haben wir jetzt relativ viele Arbeiter besetzt. 7.000 von 8.000. Die bisschen Industrie da hinten, das wird sich noch fangen. Und die Wohnungen sind ja auch noch ein paar Haushalte frei, die sich besetzen könnten. Deshalb, das würde sich schon ein bisschen stabilisieren. Und mit diesen Bildern verabschiede ich mich. Hui!